Erfolg im Team bedeutet mir alles. Ich wurde am Hockey so viel unter. Ich und auch mein Umfeld muss sich am Hockey richten. Und darum ist es mir auch sehr wichtig, dass wir die Ziele, die wir gesteckt haben, zusammen erreichen. Mein Name ist Simon Bodemann. Ich bin 35, Stürmer bei der ZSC Lions und zusätzlich in einem 20%-Pensum bei der Swiss Prime Site Solutions. Also wenn wir da rauskommen aufs Eis, ist natürlich die Stimmung der Zuschauer gerade da bei uns im neuen Stadion ist natürlich mega cool. Natürlich gibt es Rückschläge im Leben eines Spitzensportler, wie in jedem anderen Leben auch. Ich musste schwierige Zeiten durchgehen und mich aber dort durchgekämpft. Und ich glaube auch, ich bin heute da genau aus diesem Grund. Und in Bezug auf das Berufsleben, glaube ich, macht sich jeder Spitzensportler Gedanken, wie es weitergeht nach dem Sport. Hat Ängste und Sorgen, was kann ich machen. In dieser Hinsicht hat mir die Standortbestimmung des Athletes Network mega geholfen, um die Ängste zu nehmen. Ich glaube, Fähigkeiten, die ein Spitzensportler mitnehmen kann in der Berufswelt, sind sichere Teamfähigkeit und Ausdauer und Disziplin, die man am Tag legt. Dass die SPSS mir die Chance gibt, finde ich mega cool, weil es braucht so viel Flexibilität vom Arbeitgeber, weil sich unser Arbeitsalltag im Hockey einfach von Woche zu Woche ändert. Gerade Swiss Prime Site Solutions kann von Simon Bodemann profitieren, weil er einfach Erfahrung hat als Teamsportler, zum einen vom Training, das man als Profisportler machen muss, dass man vorne bleibt und das Ganze einfach fokussiert jeden Tag eben wieder einen Tag legen. Ich spüre bei Simon einen grossen Biss, dass er auch neben dem Eisfeld eine erfolgreiche Karriere hinlegen möchte. Genau solche Persönlichkeiten suchen wir. Besonders schätze ich im Simon seine bescheidene und ruhige Art. Er hat sich nahtlos ins Team eingeführt und das ohne Starallüren. Ich hoffe, dass ich das ins Berufsleben auch mitnehmen kann. Ich musste dort noch nicht so viele Niederlagen einstecken. Ich habe aber sicher ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Und ich hoffe, das hilft mir in Zukunft. That's it.